Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier auf 70D. Ich wollte gerne ein bisschen was aufbauen. Wir werden mal ein paar Teile installieren. Stromteile. Die Knüppel können wir hier lassen. Wir werden auch draußen ein bisschen Beton ausbessern und erneuern. Dazu nehmen wir Beton mit. Das können wir hier lassen. Das auch. Eisenteile für Reparaturen. So. Ein bisschen Stahl auf Reparaturen. Knochen können hier bleiben. Diese Mod auch. Der Mod. Flasche, leere. Halskrause. Bisschen Geld. Bisschen Stoff. Wir haben ein neues Jagdgewehr. Ja, heute bekommen. Das haben wir nur entsprechend geändert Richtung, naja. Also das ist jetzt das Zielfernrohr, haben wir jetzt gewechselt. Also vom alten auf den neuen. So. Das heißt, das kommt hier mit rein. Taschen haben wir auch. Ja, mehrere Knochen. Ich habe ein bisschen Ordnung, keine Ordnung, ne? Aber irgendwann wusste ich, dass das irgendwas war. So, hier, brauche nicht. Mich alles täuscht. Dann nehmen wir mal... Ja. Erdbohrer brauchen wir jetzt nicht. Ich hätte gerne den Hammer gehabt, die Nagelpistole. Den Strom haben wir dabei. Gut. Falls sonnig finden, dann wir normalen Hammer nehmen, ne? Aber meistens habe ich das irgendwo. So, hier schreiben wir noch zu. Und dann werden wir gleich ein paar Dinge herstellen, und zwar unsere Stachelfallen. Da stellen wir mal 30 her, dass wir draußen ein bisschen reparieren können. Ergänzen können wir. Bei der anderen Werkbank machen wir es auch. Dann werden wir auch 30 herstellen. Denn zum nächsten Blutmond muss wieder fertig sein. So, da werden wir draußen auf Mauer ein paar Dinge aufstellen. Fallen. Die Falle ist wieder aktiviert, da muss ich aufpassen. Wenn bei mir das Licht brennt, also hier unten, ist die Falle aktiviert. Da muss ich mal sehen, da muss ich mal Schalter bauen. Ne? Also dass wir da so einen Bereich separat abschalten können. Da sind wir die Teile, die ich haben will, für Zaunpfosten. Das sind die elektronischen Teile. Und dann müssten wir die Schalter bauen können. Die brauchen wir nicht gleich. Die brauchen die nur später. So, und hier will ich mal ja, so ein Licht wäre nicht schlecht, aber es soll nicht so hell sein, ne? Also schaltet sich jetzt kein hier. Ich sehe jetzt nur... Was ist, ach, Schalter, was brauchen dafür noch? Mechanische Teile, sicher. Ah, die habe ich ja reichlich. Die elektrischen Teile sind Mangelware. Da muss ich mal so ein Gebäude rein, wo viel Elektronik ist. Da muss ich mal ein bisschen was bauen. So. Bewegungssensor. Was bewirken die eigentlich? Könnte ich fertigen, ja, aber
Zaunpfosten, Generator und Zwielicht. Suchen Schalter. Schalter. Ich stelle mal 4 her. Weil es macht sie doch ganz gut, wenn irgendwann mal das so ist, dass wir dann entsprechend werden wir auch mal 4 herstellen nochmal und gelesen nicht für Verkabelung. Auch nochmal 4. So, dann hatte ich hier mal meine Moneten gehabt, da habe ich hier ein bisschen Geld, altes Geld. Die Brille, naja, mal hier rein. Dann weiß ich nicht genau, ob das für mich jetzt Sinn macht, ne? Wegen Anbauen. Also irgendwann draußen mal sehen, dass ich die Dinger gebaut kriege, hier die Elektropfosten. Und zwar ringsherum. Das heißt, wir haben Eisen mit. Ja, haben wir mit. Beton haben wir auch mit. Und einen Hammer zur Not. Weil Anna wird sie gefunden. Da würden wir ihn lange suchen. Schaufel habe ich auch dabei. Gut. Dann haben wir nämlich ringsherum. Wenn wir die Olle erledigt haben. Jetzt sollen wir helles Kleber nehmen. Oh, die rennen jetzt so im Eisen rein. Deswegen will ich hier Elektrokabel verlegen. Damit das entsprechend aufgehalten werden. Ne? Können wir ein neues Jagdgewehr testen. Klar, laden müssen wir auch noch. Aber das geht schon mal schneller wie das andere, ne? Deutlich schneller. Denn ich möchte ja hier im Prinzip so ein Teil setzen. Also ringsherum im Prinzip. Aber hier vorne gar nicht mal, ne? Im Grunde hier auf dem Zaun. So. Wegen dem Kleber, ne? noch ein Köder. Vor Hunden habe ich Respekt. Die sind schnell. Runde von hier einsetzen. Da ist Strom drauf, ne? Nur dafür nicht vergessen, ne? So, nochmal kauen. Und zwar nehmen wir mal die Picke nach oben und wir nehmen mal nach unten Zaunpfosten. Dann nehmen wir auch das noch da. Einfach zum Beißen dabei, wenn ich heilen kann? Ne. So. Das andere mal nachher. So. 5. 6. Der Ball zu tief, ne? Oder was meint ihr? Dann werden wir doch mal hier mal was einsetzen.
Dann. Dann können wir nämlich hier von da nach da gehen und dann können wir hier flüchten. Ne? Das ist nämlich verdammt, wie soll ich sagen, heikel jetzt, ne? Also. Die haben tiefer gehabt, ne? Aber das ist zu tief. Obwohl, das kommt ganz gut hin, ne? So. Prr. Müssen wir mit umbauen. Das ist ein bisschen verrückt, aber ich will versuchen mal auf die tiefere Stufe zu kriegen. Zumindest probieren, ob das besser ist. Das wäre jetzt die Richtung. Das wäre beide Richtungen. So. Ja, das würde genau drüber passen, ne? Und das wäre jetzt. Das kriegen wir dann jetzt nicht hin, ne? Nee, so wie ich das dachte, geht nicht. Dann ist es Schiete. Können wir aufnehmen? Nee. In dem Fall nicht, weil wir aktuell was in der Hand haben. Mist. Gut, da könnte man hier im Prinzip ja zwei setzen. Bis zur Ecke. Das können wir ja machen. Macht sogar Sinn. Nur ein bisschen drehen. So. Und dann müssen wir da noch einen zweiten machen, ne? Und damit wir hier nicht wie gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht schaffe, wo sie rüberspringen können, ne? Und die kann man ja dann wieder wegnehmen. Drehen, ne? So. Immer noch denken, ist noch Strom drauf. Auf dem Netz. Weil im Prinzip müsste ich mir hier jetzt Prinzip zum Verteiler setzen. Das wäre das Sinnvollste. Da haben wir, wo haben wir das jetzt hier? Da. Wäre nicht mehr am einfachsten, weil dann können wir ja von oben
wenn wir da rankommen mit dem Kabel, zum Dingkasten gehen. Also da. Man kann ja den Strom jetzt sehen, wie er fließt, ne? Also von Lampe und so, ne? Als wir jetzt hier da reinkommen, gibt's Aua. Da legen wir hier mal Strom, also die Leitung. Zu weit. Das ist zu weit. Bisschen blöd. Das wird da auch zu weit sein. Gut, die bauen ja aktuell gerade wieder welche, ne? Dann wegreißen würde ich jetzt nicht. Geht irgendwie nicht. Aber so denken wir, es wird jetzt gemacht. So, hier 5. Wenn wir auch einen hinbauen. In der Mitte ungefähr. Damit wir den ganzen System mal irgendwie mal Strom setzen können. Ne? Später will ich noch einen Schalter zwischenbauen, dass wir im Prinzip immer reingehen, den Start aktivieren und dann haben wir unsere. Na, Ruhe haben wir nicht, aber. Das war eben gerade super, ne? Naja. Gehen wir mal rein. Hoffen wir gesund werden. Ja, wir haben nur noch 60 an Gesundheit. Das heißt, gucken wir mal, ob wir Medizin nehmen können. Gewehr in der Hand nehmen, Pistole. So. Das hat mich geahnt. Köter. Ist der drunter gefallen oder im Auto? Ja. Da sagt man, das sind wir schon. Kommt noch mehr? Ja, schlägt die Bibel sich rum. Der könnte eingefahren sein, ne? Ein Loch. Kann man nicht sehen, ne? Das Deckel ist zu. Beziehungsweise liegt er doch. Ich höre mal Geräusche. Aber der Hund will ihn noch zerlegen. Aber das will ich in aller Ruhe tun. Weil. Nur nicht eins. Hektik, die. Ja, ich bin meine Gesundheit ist schon Gewalt angegriffen, kann man sagen. Gut. Wieder wird ein Feller gekriegt und ein bisschen Knochen. Dann können wir mal das Loch da oben zumachen, ne? Das ist ja so ein Loch, der wo ist. Kommt da das Loch rein? So. Erledigt.
Das Loch ist zu. Das war noch kaputt. Gut, gehen wir da rein. Teile holen, beziehungsweise schauen, ob es fertig ist. Das sind auch Elektrozaun. Das schreckt die ein bisschen ab, ne? Sieht aus. Gut. Stahl, Eisen. Den füllt jetzt mit dem Feuerholz. Dreht er gleich. Aber nicht für ewig Stunden, ne? Eisen, haben wir noch Eisen drin aber hier? Nein. Was haben wir hier schon? Messing. Oh, da können wir ein bisschen was machen. Messing. Das heißt, ein paar Totenhülsen. Du 56. Ja, 56, nicht viel. Aber immerhin. So, Stahl. 500 ist voll. Das können wir hier mal normalerweise auslagern. Gehen wir zur Werkbank. Da haben wir noch keine Kiste hingebaut, okay. Gehen wir zur anderen Kiste, da haben wir genug Kisten da. Wegen Basteln, ne? Also Eisen, Stahl. Eisen, nochmal Stahl. So, Beton. Mit die Brille hier rein. Leder. Leder, Leder, Leder. Leder. Bisschen Fett, haben wir Fett dabei? Nö. Aber hier mal Fett. Fett ist zu gebrauchen für Fackel zum Beispiel. Oder andere Zutaten halt, ne? So. Hat die Olle uns ein bisschen Monetos gebracht. So, okay. Knochen. Die haben wir hier gehabt, ne? Ja, oben links ein paar. Dann haben wir hier jetzt dort das Fleisch. Das kann man gebrauchen zum Beispiel für Farm, also Töpfe kann man sagen, für Pflanzenanbau, ne? Braucht man als Zutat. So. Kann ein bisschen gebrauchen, wir sind ein bisschen geschwächt. So. Schwein der Lämmer. Nehmen wir auch raus. Das hier Selbstmörder-Dinger hier. Verbrennt hier selber. Wie schon passiert. So. Dann brauchen wir hier natürlich unsere Pfosten. Haben wir erst zwei, kein Schalter, ne? Munition. Das können wir auch aufnehmen. Falls wir noch eine Schmiede bauen. Könnte sein. Jetzt hab auch wieder drinne, brauchen wir noch die Reparatur. Gut, ein Schalter. Schalter soll normalerweise so sein, dass wir im Prinzip von oben den Zaun aktivieren können. Das heißt normalerweise, ich gehe nochmal raus.
und errichte mir war beschädigt. Das wäre nämlich ganz schlimm, wenn wir jetzt plötzlich hier. Und hier haben wir ein Holz. Wo kommen wir hier gut ran? So, von hier nach da zum Beispiel. Also hier zum Beispiel können wir abgehen mit einem Kabel Richtung Verteiler hier. Da können wir mit dem Verteiler entsprechend nach da gehen. Wir schauen mal. Schalter wollte ich innen drinnen machen, ne? Drei Schalter haben wir jetzt gebaut. Und schon wieder Besuch. Also einen neuen Patch haben wir mit mehr Besuche. Wollte ich nur sagen, ne? Wir haben jetzt Version 18.4 B4. Also wir haben jetzt im Prinzip wieder ein Update gekriegt vor kurzem. Ich glaube vor ein paar 3 Tagen oder so. Und seitdem haben wir häufiger Besuch mit Zombies. Ich meine, das ist lästig, aber gibt auch viel XP, ne? Also mehr kriegst du gar nicht, ne? Aber dann muss man halt sehen, dass wir jetzt den Zaun aktiviert kriegen, dass wir hier Ruhe kriegen, ne? Am besten wäre eigentlich von draußen normalerweise. Also von da zum Beispiel lang durch, aber ich will mal sehen, mal da, nee, das ist das Schild. Das wird die Mauer absichern und dann sehen wir weiter. Schalter aktivieren, Schalter aufbauen, das heißt, wo kommt das gut hin? Ne? Hier zum Beispiel könnte ein Schalter hin oder da. Das heißt, 1, 2, 3. E-Licht. Das heißt, das muss ich überlegen, wie es am besten geht, ne? Also Pfosten noch nicht fertig draußen. Doch. Hier noch ein Schalter. Na, den bauen wir hier nicht auf. Also Schalterprinzip hier eine Reihe und schon können wir alles steuern, ne? Also eine Theorie ist das so. Ich will mal sehen, dass ich immer überhaupt draußen das eine Prinzip separat schalten werde. Also hier geht's ja das, was da draußen geht, ne? Muss ich mal gucken. Er hat Durst, der Junge hat Durst. Aber liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke mal, wenn es soweit ist, hol ich euch wieder ab. Mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis denn. Unscharfste Zeit. Warum? Tschüss.